Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Clothing Simulator. Ich würde sagen, wir beginnen hier auch einen neuen Tag direkt, weil dann können wir auch direkt reinstarten und wir open das natürlich auch. Haben wir hier irgendwie eigentlich noch Sachen draußen? Nö. Übrigens, dieses Spiel ist jetzt auch veröffentlicht worden. Das heißt, die Vollversion ist draußen, weil das hier ist nur eine Prognose oder wie auch immer man das nennt. Fragt mich bitte nicht. Moin. Moin, Kollege. Und ja, man kann hier jetzt viele Dinge kaufen. Ne? Man kann hier natürlich. Kauft er gerade was für. Warum kaufst du was für Frauen? Aha, jetzt, wo ich dich anspreche darauf. Leute, jeder kann natürlich kaufen, was man will. Das ist natürlich ganz klar. Das wollte ich nicht. Jetzt läuft er hier wieder hin und zieht sich an. Sollen wir mal zugucken? Na, schade. Das finde ich ein bisschen schade, dass man nicht reingucken kann. Mal kurz gucken. Ah, hier muss das hin. Okay. Boah, du bist aber ein Fresher, man. Fresh. Und du kannst sogar durch meinen Körper. Wann ist die Frau hier drin? Durch meinen Körper gehen. Moin, moin. Sie haben hier einmal zwei Dinge. Sie haben. Das bestellt. Das Geile ist, dass es ja eigentlich gar keine Kasse gibt. Du musst einfach nur einsammeln und Enter drücken. Und fertig. Wir haben auch 383 Dollar Wonies. 150. Boah, der hat aber sich eingekauft, Junge. Oh, da ist schon wieder so ein scheiß Dingsbums. Mann. Lass mal die Sachen hier liegen. Du bist auch eine Fresche Dame. Darf ich sie um ein Date bitten? Ja? Nein? Hallo, nur um einen, bitte. Ach du, was ist mit ihrer Haut passiert? Ich will doch kein Date, also. Leute, jeder darf so aussehen, wie er will. Luxleiner. Keutschen, dieses Produkt ist nicht verfügbar. Ja, das kommt alles noch. Warte mal, was meint der denn überhaupt? Großhändler. Luxlein. Ach so. Hey, so, was wollte ich jetzt? Jetzt habe ich es komplett vergessen. Was hat gerade geklingelt an der Tür? Erstmal dich abkassieren. So, zack. Zack. So, wir haben einmal diesen schwarzen Pullover und einmal dieses rote Hemd tatsächlich. Schwarzen Pullover und rotes Dingens hier. Die meinen ja wahrscheinlich, dass das hier meinen die, okay. Brauchen wir natürlich auch wieder so einen Shelf. Hallo, Chef. So. Ja, jetzt hängt die Scheiße hier schon wieder. Oh, bitte. Bitte, Spiel, kannst du einmal aufhören zu hängen? Das wäre mir sehr lieb. Der Laden ist sehr voll. Voll. Was ist der denn da? Das muss mir jetzt immer erklären. Nee, wieder zurück. Ich brauche jetzt hier erstmal den Shelf hier. So, boah, ich dachte gerade, das wäre weg. Na, und das passt nicht. Das ist natürlich blöd. Pack das einfach hier hin. So. Also Pullover. Okay. Warte, ich muss mal kurz was gucken. Ne, ich starte jetzt nicht einen neuen Tag. Hier, das Orangene. Gibt es das bei den Frauen? Das ist das hier, ne? Ja, das gibt es schon. Okay. So, lass mich jetzt mal bitte kurz hier die neuen Sachen holen, ja? So. Oi, hä? Warum sind das nur so wenige Hosen? Ach so, weil hier noch einer draußen ist, deswegen. So. Also wir brauchen auf jeden Fall dieses Karo-Dings hier wieder. Das hier einmal in den Warenkorb und dann auch einmal das schwarze Pullover-Dings für die Männer. Das hier. Zack. So, jetzt kassiere ich dich hier einmal ab. So. Boah, was ist mit dir falsch, Kollege? Bist du jetzt hier gefangen oder was? Ja, du wohnst jetzt einfach hier, okay. Danke. Achso. Wir stellen die mal kurz, weil dann haben wir hier eben nochmal kurz hier ein bisschen das frei. Frei, ihr wisst, was ich meine.
So, die restlichen tun wir einfach mal hier drin platzieren, würde ich sagen. So. Achso, das Rote natürlich. Achso, das ist gar nicht das Rote. Das Rote nicht gekauft? Egal. So, und du kommst hier hin. Zack. Sieht doch mal schon mal fresh aus. Wir starten erstmal den neuen Tag. Wir haben 13 Gesamtkunden. Einen mehr als der letzte Tag. Mieten 50, ja, $595 haben wir noch übrig. Und das ist doch mal geil. Also wir open direkt natürlich. Ah, jetzt ist dieser Mensch auch mal weg. Wir können mal gucken, was wir uns denn jetzt hier so Neues holen können. Marken. Ah, okay, die können wir nicht holen. Ein Geschäft machen. Stufe 5 kriegen wir. Kreutschen sind, glaube ich, Hosen oder so. Soll, glaube ich, sowas sein. Also man kriegt ab Stufe 5 tatsächlich das. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Eine andere Kasse. Weiß ich nicht, warum. Produkte. Im Prinzip können wir jetzt hier noch verkaufen, bis wir Stufe 5 sind. Und dann können wir uns hier das kaufen. Und das geht bis Stufe 11 tatsächlich. Design-Workshop. Spieldesign entsperren. Ach, Stufe 7. Aha. Oh moin, ich habe dich gar nicht gesehen. Ich war gerade tatsächlich beschäftigt. So, wir können, glaube ich, jetzt hier diese zwei einmal aufhängen. Zack, zack. Und auch den hier. Zack, zack. Ist hier irgendwas drin? Nö. Ein Weltwunder ist doch mal, was nicht drin ist. Junge, die machen mir hier so viel. Die machen mich reich, Alter. Alter. 1.000. Leute, wir haben die 1.000 Euro geknackt in meinem eigenen Laden. Ich habe den vor genau 3-4 Tagen geöffnet. Das ist mal geil. So, kommt jetzt kauft aber auch mal ein bisschen mehr noch hier ein, Produkte. Ich hätte hier eigentlich alles richtig eingerichtet. Ja, ne? Ja, habe ich. Okay. Einmal ins Haus. Arbeitskräfte. Ah, die gibt es in der Vollversion. Filialleiter? Lagerbereich. 5x5 Bereich. Könnte ich kaufen, mache ich aber nicht. Weil wir brauchen ja auch noch ein bisschen Geld für die Leute hier. Beziehungsweise könnten wir eigentlich tatsächlich machen. Aber würde ich jetzt erstmal noch nicht. Aber was wollte ich jetzt holen? Achso, das rote Hemd bei den Männern. Das gelbe können wir auch schon mal holen hier. Und das lilane würde ich auch schon mal drauf packen in die Liste. So. Zack. Kaufen. Batz. Moin, moin. So, erstmal die Orangenen jetzt hier. Da haben wir sogar noch relativ viele, sehe ich gerade. So. Boah, ist es, Chat, ist es bei euch, Chat sag ich schon, Leute, ist es bei euch auch so warm? Also, man schwitzt da in seinem Zimmer, ey. Und dann habe ich auch noch Fische in meinem, hier in meinem Zimmer und die werden schön gegrillt, tatsächlich. Na, ich hoffe, ich glaube, die halten das aus, oder? Leute, was meint ihr? Ich glaube aber schon. Ich glaube, die Fische halten das schon aus. Also, in der freien Natur sind die auch in der Sonne. Die können zwar weiter runtergehen, aber egal. Wir haben jetzt eigentlich alles relativ da. Moin, moin, kommt rein. Shipping Office. Ah, ich kann hier nicht rein. Ich dachte, ich kann da rein. Hallo, ich will hier rein. Na, okay, dann laufe ich halt wieder mal zurück. Oh, da war. Storage, aber. Ach so, das ist das Lager. Was macht das Lager denn direkt daneben? Gibt es keine Tür da, wo man hingehen kann oder was? Hm. Das finde ich ja jetzt günstig. Nicht geil, meine ich damit. Ich laufe mal kurz weg. Ich will nur kurz gucken. Was ich cool finde, ist, dass man hier auch überall hinlaufen kann, weil in King of Retail ist ja auch so ein Store, sag ich mal, so ein Kleidungsgeschäft. Da kannst du nie rumlaufen, also nach ganz draußen irgendwo hin. Und das finde ich hier natürlich ganz geil. So. Zufriedene Kunden 12 von 3. Warum nur einer nicht? Egal. Beginnen sie einen neuen Tag. Ja, machen wir.
Wir sind auch schon Stufe 4, wie ich hier sehe. Und jetzt hat gerade hier mein Wecker fast geklingelt. So, die Männer hier. Muss mal hier in die Umkleide gucken, ob da irgendwas rumliegt. Nö. Schade, dass ich hier nicht rein kann, ne? Aber okay. Das Licht ist auch ganz geil eigentlich. Das Licht, ist das ein... Das sieht aus wie so ein Beamer, Alter. Erstmal ein Beamer. Mit 4 Jahren Leiter ist, glaube ich, gemeint einfach ein bisschen größeres Dingens. Boah, was? Jo, sorry. Es geht bis Stufe 180, Alter. 350.000? Das schmeckt doch. Stufe 62, okay. Großhändler. Marken. Nicht mehr lang und dann habe ich hier die Stufe 5 von 4. Aber die werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge kriegen und ich habe vergessen, jetzt open zu machen. Tragen? Ach so, ich kann den tragen, ne? Jo. Warte, ich pack den mal so hin, würde ich sagen. Ne, nicht so. Zack. Zock. Geil. Jetzt habe ich hier einfach meinen Computer und hier einfach die Kasse direkt. Ich bin leider zu fett, um da durchzulaufen. Eigentlich ist doch so eine Kasse eigentlich immer hier so, ne? Eigentlich ist eine Kasse relativ nah am Eingang. Packe ich jetzt einfach da hin. So. Zack. Na. Ach, den will irgendwie keiner kaufen. Was macht denn das da hinten, Alter? Immerhin liegt dort nichts. Ups. Mann. Stufe 4 bin ich. So, moin, moin. Danke für den Einkauf. Tschüss. Danke auch Sie für den Einkauf. Wir haben fast die 2000. Ey, mir fehlen nicht mehr 4. Jetzt gib mir diese 2000, bitte. 2000. 2000. 2000. Nur noch ein paar Euro, um genau zu sein. 32 Euro fehlen mir noch. Ah, bitte gib mir die 32 Euro. Und du bist der Gewinner, denn du hast mir 2000 gegeben. So. Ja. Leute, ich würde auch sagen, das war's mit dem Video erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sandro. Ciao, ciao.